Bei deinem Bild. Puh, schwer zu erklären. Tatsächlich finde ich Schattierungen auch immer enorm schwer, weil du dich. Du musst dir vorstellen, aus welcher Richtung dein Licht kommt. Wenn du hast ja dein Gesicht, das du gemalt hast, und jetzt musst du gucken, ob das Licht von so kommt oder von unten kommt oder so von so kommt. Und wenn du das überlegen kannst, dann rate ich dir, mit deinem Handy die Taschenlampe anzumachen und mal dein eigenes Gesicht anzuleuchten. Um zu sehen, wo in deinem Gesicht Schatten fallen. Damit lässt sich es relativ gut dann umsetzen. Und was Klamotten angeht. Boah, da kann ich sie leider selber nicht. Da musst du tatsächlich rumprobieren, was am besten aussieht. Ich muss auch rumprobieren. Aus dem Stegreif kann ich es dir gar nicht sagen. Aber es ist klar, wenn sich so eine Falte wirft und du hast unten drunter so eine Falte, dann siehst du auch hier jetzt schon bei meinem Licht, da ist halt dann hier der Schatten da. Also, dass unter einer Falte ein Schatten ist, ist, glaube ich, dir bewusst. Ich sage, das musst du tatsächlich ausprobieren. Wie es am besten aussieht. Oder dir andere Zeichnungen angucken. Von Leuten, die schon Gesichter gezeichnet haben mit Schatten. Dann einfach auf dein Bild übernehmen. Ich habe das auch immer bei anderen Leuten abgeguckt. Ich male eh selten eigene Sachen. Immer nur mit Vorlage. Ich habe ja nicht gemerkt, wie groß das alles war, ich Idiot. Ich brauche noch Waterstone. Ja, genau. Der Kontrast. Ist doch wurscht, ob sie 10-mal besser sind als du. Du lernst ja nicht von Menschen, die schlechter sind als du. Also gesehen, du lernst ja immer nur von Leuten, die Sachen besser können als du, weil sonst würde es ja auch keine Trainer und so nicht geben. Die können das ja. Normalerweise. Oder Nachhilfelehrer. Du lernst ja auch nicht von jemandem, der das Fach nicht beherrscht. Lol, Grafikfehler. So, jetzt habe ich keinen Waterstone mehr. Boah. Also wie gesagt, einfach. Nimm dir einfach zum Beispiel von dem Fairy Tale Charakter, den du gemalt hast, nimm dir mal ein Bild. Ein fertiges Bild und versuch das abzumalen. Wenn du lange genug abmalst, kannst du das irgendwann Transfer machen und weißt dann auch, wo du bei deinen eigenen Bildern Schatten setzen musst. So habe ich es auch gelernt. Waterstone. Nee. Oh Gott, meine ersten Bilder sind auch schrecklich. Ich brauche Waterstone. Dafür brauche ich Stone. Ich glaube, ich habe nirgendwo mehr Stone drin. Shitty. Na toll. Genau da wollte ich hin.
so much lately. So. Da ist, glaube ich, immer noch Glas drin. Nein, Stone! Warum habe ich den Stone gebraten? Da ist Glas drin. Dachte ich mir doch. Ich habe doch Glas gebrannt. So, das Glas kann ich wegtun. Das blaue Glas eigentlich auch, brauche ich auch nicht mehr. Hoppala. So. Ja, geht es das Gleiche. Du kannst auch was malen und dann nächstes Mal. Und dann legst du auch einfach mal für eine Stunde, für 1,5 Stunden einfach mal beiseite und dann guckst du es dir wieder an. Das hilft auch oft. Das mache ich oft, wenn ich Geschichten schreibe. Ich schreibe mein Kapitel und dann lasse ich es einen Tag ruhen und am nächsten Tag schaue ich dann drauf und denke mir immer, ah, was hast du denn da für einen Stuss geschrieben? So, wo haben wir denn ganz viele Wassereimer? Genau. Da hinten. Ich packe jetzt einmal den Stein übergangsmäßig da rein. Weil es geht. Wir packen den Stein nicht übergangsmäßig hier rein, weil das geht gerade nicht. Fuck you. Ja, es rutscht jetzt die ganze Zeit nach, ne? Und so ist es ihm voll. Kackeierst du mich? Ja. Ich pack mal ein bisschen was raus. Passen sie jetzt rein? Ja. Waterstone, wo haben wir sie denn jetzt? Da. Die passt jetzt auch nicht mehr rein. Ich brauche mehr Platz. Sagt sie und hatte bereits ein ME-System. Wie viel Waterstone habe ich denn jetzt? 48, oder? Da komme ich nicht weit. Ich kann es ja eigentlich hier schon mal. Boah, in welchem Muster mache ich das denn da drauf? Jetzt leuchten die nicht mehr so. Das ist ja fade. Ach so, klar, wir haben auch. Es ist ja auch hell. Man sieht auch so auf der Karte rechts oben, wie so langsam eine Burg eingenommen wird hier. Wird immer grauer. Ja, es hilft nichts. Auch. Böller. Ich brauche Sachen. Wobei, den brauche ich mit Sicherheit noch. So. Gut.
hilft nichts, wir müssen warten, bis das fertig ist. Was jetzt schlecht ist, weil ich nicht mehr so lange streamen werde. Jetzt war ich natürlich weg, jetzt hat das alles nicht gebrannt. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen was vorbereiten. Bis zum nächsten Mal dann. Dann ist es schon wieder spät. Und die kleine G ist müde wie Sau. Ich kann es auch. Nein! War einmal zu viel. Ich kann es einfach hier reinpacken, ich Idiot. Das würde dann eh hochgezogen. Aber warte mal. Komm, ja, kann ich noch machen. Leute, ich habe vorhin nur 8 gemacht. Warum habe ich denn vorhin nur 8 gemacht? Wahrscheinlich, weil ich den Stein nur auf der Tasche hatte. So, das gehört da rein. Jo. Okay, jetzt schauen wir nochmal, was wir hinbringen. So. Oder noch Schüsseln. Nein. Hallo. Ah, okay, schon wieder leer. Okay, ich würde tatsächlich dann versuchen, so ein rundes Symbol zu machen. Meine ganze Familie hat sozialpädagogische Berufe. Ich nicht. Weil ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Also manche Sachen wird wirklich einfach nicht vererbt. Ja. Ohne Scheiß, ich habe auch gerade tatsächlich überlegt, euch so von hier, also hier in der Mitte, gerade hochgehe. Dann hier so schräg hochgehe. Und das dann alles irgendwie in einem Kreis pack und was hast du nicht gesehen? Also so. Du meinst es dann schon, dass wir den Stein nehmen und dann nur so treppenmäßig dann noch für Verschönerungen nehmen, oder? Weißt du, der Stein hier hoch. Und dann über den Stein nochmal lila Glas. Oder? Dann hier eben. Ja, genau, Treppen und Slabs, damit es halt schöner aussieht und nicht so blockig. Weil dann würde ich hier zum Beispiel Treppen noch reinfügen.
Kann man das auch... Kann man aus den Dingen auch Slabs machen? Nein. Scheiße. Dann muss ich damit Carpenter arbeiten. Was ginge besser ohne die Blöcke? Du meinst, ich soll die Blöcke wegmachen und nur die Treppen setzen oder Es tut mir so leid, ich bin so müde. Ich schnall gerade überhaupt gar nichts. Kann ich aus den Türen Dingern Treppen bauen? Ich frage für einen Freund. Nein, natürlich nicht. Weil warum auch? Aber meinst du nicht, die Formen sind... Wow, dankeschön. Oder warte mal. Nein, jetzt bin ich vorbei. Halt, ich war's genau andersrum. Ich frage mich immer noch, warum du mich Char nennst. Anime, Manga. Semi-realistisch und Porträt. Das ist das, was ich male. Ich finde gerade. Ich finde gerade die Formel irgendwie cool. Schön für nichts. Treppe. Hey. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich auf den Namen gekommen bin? Nein! Ja, ich glaube auch, dass es so gemeint hat. Ja, genau. Aber ich finde das gerade irgendwie cool. ist das... Achso, das sind diese Diagonalblöcke-Dinger. Moment. Uah. Achso, die Treppe habe ich gar nicht umgeformt. Jetzt wird es wieder dunkel.
Ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie es aussieht ohne die Dinge. Zudem kann ich noch nicht sagen, ob es besser aussieht oder nicht. Ja, man sieht halt jetzt nichts mehr, weil es dunkel wird, ne? Ich brauche so einen blöden Hammer. Alles gut. Für so einen Hammer brauche ich Stickies, ne? Ja, oder auch nicht. Ich glaube, der Axt. Wie macht man denn den? Ach, ich brauche Eisen. Scheiße. Habe ich da Eisen? Nein, natürlich habe ich kein Eisen. Aber es waren drei, ne? Ja. So. Also, das Schwarze machen wir wieder weg. Das Schwarze sieht nicht so cool aus. Ja, es, warte. Das können wir ja hier oben machen. Ich bin so ein Idiot. So, jetzt haben wir den direkten Vergleich. Naja, ich glaube, ich habe auch schon 350.000 Hämmer verbraucht. Ich bin mir uneinig. Weil ich glaube, einfach nur Treppen oben aneinander. Ich glaube, das wird nicht zu langweilig. Ich glaube, da fände ich das cooler. Ich glaube, das klappt nicht so ganz so gut. Aber ich glaube, ich finde es so tatsächlich cooler. Jetzt. Dann. Jetzt dachte ich schon, nee, nichts wirklich über meine, über mein Kunstwerk, wollte ich jetzt schon was sagen. Über mein Treppending. Aber nee, das klappt wirklich nicht.
Wow. Ich war kurzzeitig schockiert. Aber du hast dich ja heute schon geschämt, also das musst du jetzt nicht nochmal machen. So. Hoppale. Ach Leute, ist schon ein Stein. Ja, dann musst du dich jetzt einfach zusammenreißen bei mir. Sonst stehst du beim nächsten Stream direkt wieder in der Ecke. So. Dann würde ich das da hoch machen. Und dann beende ich jetzt nämlich hier meine Aufnahme. Dann bereite ich fürs nächste Mal nämlich lila Glas vor, Steine für Waterstone und ich glaube, man muss sich gar nicht vorbereiten. Genau. Dass wir da ohne Probleme weiterarbeiten können und nicht Ewigkeit ständig Sachen bauen müssen. Und ich hoffe, ich denke dran, dass ich die Discs fürs ME-System mache. Und ja. Genau, es ist nämlich schon spät. Ich muss echt ins Bett. Sonst, ich schlafe morgen ein. Und das ist ganz ungünstig bei dem Professor, den wir haben. Auf jeden Fall, ihr wurscht. Ich beende mal die Aufnahme. Ich sage jetzt in der Aufnahme schon mal auf Wiedersehen. Freue mich auf das nächste Mal. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal.